Hallo und wir sind zurück zu Sid Meier's Pirates. Mal gleich mal lossegeln, während ich hier losquatsche. Eine Frage ist beantwortet, eine Frage, die mir relativ wichtig ist, nämlich wie kann ich eine Stadt übernehmen? Das wollte ich ja unbedingt in dem Let's Play noch schaffen. So, wen haben wir denn da? Unser nächstes Ziel, wie scheint, falls wir den erwischen. Und zwar sind wir auf dem richtigen Weg, die Stadt überfallen, so weit, so gut. Allerdings müssen wir, wie es scheint, um einiges stärker werden, beziehungsweise um einiges deutlicher siegen. So, jetzt ist die Frage, lohnt es hier, die alle zu überfallen? Ich glaube, da werden wir uns auf die konzentrieren, von denen wir glauben, dass sie halbwegs was Gutes an Bord haben, so wie der hier, wenn der ein Begleitschiff hat. Also, Stadt überfallen, prinzipiell das passt, allerdings eben müssen wir da ein bisschen mehr Piraten haben, ein bisschen deutlicheren Sieg sozusagen hinlegen. Also gewonnen haben wir ja, aber eben mit zu wenig Abstand, wie scheint. Und ich erinnere mich auch, wenn man denn mal gewinnt und die Stadt übernehmen könnte, dann kommt vorher noch so eine Sequenz, wo man, glaube ich, gegen den Gouverneur der Stadt fechten muss. Und das haben wir auch nicht gesehen. Nämlich, ja, eben, haben wir wohl noch nicht mit genügend Abstand gewonnen, was die Mann angeht. Also das heißt, entweder mit gleich von Haus aus mehr Mann angreifen oder eben mehr gegnerische Leute vernichten. Aber was wir jetzt machen werden, nachdem unsere Leute eh schon wieder unglücklich sind, ist, glaube ich, ja, haben sie eh schon aufgegeben, zumindest das eine Schiff hier. Wir werden jetzt einfach so viel Überfälle wie möglich machen. So, den haben wir offensichtlich nicht mitgenommen. Der macht sich auch aus dem Staub, aber ist okay. Also so viele Überfälle wie möglich werden wir jetzt noch machen. Wenn wir dabei ein paar Mann verlieren, kein Problem, weil wir werden die Beute dann aufteilen. Dann bleibt eh mehr für jeden übrig. Von dem her passt das. Und ich denke mal, extrem weit werden wir nicht mehr kommen, bevor hier die Beschwerden unserer Besatzung kommen. Was ich auch gern gemacht hätte, ist ein bisschen mehr auf den Handel geachtet, weil zum Teil hier die Preise ja, relativ variieren und man eventuell ein bisschen was damit verdienen kann, wenn man an der richtigen Stelle das Richtige einkauft. Können wir mal schauen, zum Beispiel 5 Gold kostet hier der Zucker. Und rein theoretisch, wenn man jetzt auf der Karte schaut und sich auf die Preise verlassen kann der anderen Städte, abgesehen davon, dass wir da nirgends wirklich vernünftig anlegen können. Aber wir können ja mal schauen, ob wir irgendwo eine finden, wo wir anlegen könnten. Ja, Martinique, das ist vielleicht ein bisschen weit weg, aber egal, können wir da auch schauen. Da wären zum Beispiel Zucker 6, also jetzt in dem Fall würde sich nicht extrem lohnen, da was raufzuschippern, aber theoretisch Luxusartikel 26, Gewürze 15, können wir ja schauen. Ja, also zum Beispiel Luxusartikel hierher zu bringen, würde sich lohnen. Also auf das können wir in Zukunft ein bisschen schauen. Jetzt in dem Fall bei dem Händler wären wir eh nicht viel los, der hat nicht sehr viel Geld. Nichtsdestotrotz werden wir die ganzen restlichen Sachen erledigen, mal hier vorbeischauen. Was hätten wir denn da? Für 6.750 eine Theaterverkleidung. Damit könnt ihr, oh, in den Städten eurer Feinde Handel treiben. Das war sehr viel Geld, aber das nehme ich, weil das ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles Item. So, der Raimondo ist wieder mal unterwegs, aber relativ weit weg. Oh, Moment. Offensichtlich ist er in dem Moment, während wir hier mit der Dame geplaudert haben, ein bisschen näher gekommen. Das heißt, der ist jetzt vermutlich auf dem Weg hierher. Naja, ist die Frage, ob es lohnt, da zu passen, den. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt die Möglichkeit, in zum Beispiel dieser Stadt zu handeln. Zucker 8, Gewürze 18, Luxusartikel hier sehr, sehr billig, Waren sehr, sehr billig. Zucker 8, naja, es ist jetzt nicht viel, aber einfach um zu demonstrieren, was ich meine. Wenn wir schon wissen, wir fahren darüber, könnt beim hier zum Beispiel den Zucker jetzt einkaufen, in der Hoffnung, dass der Preis drüben wirklich 7 ist und würden halt ein bisschen Gewinn zumindest damit machen, wenn auch nicht allzu viel. So, ich glaube, da werden wir nichts machen, sondern einfach weiter segeln und ja, eben 12 Mann
desertiert. Ich weiß, wir haben jetzt unser Schiff nicht repariert, aber ich probiere jetzt da wirklich anzulaufen. Die Frage ist, kann man nur Handel treiben in den Städten oder kann man dann dort auch tatsächlich die Schiffe reparieren lassen? Das ist eine gute Frage. Schauen wir mal, probieren wir mal da anzulaufen. Den greifen wir nicht an. So, wir werden beschossen, das ja, aber schauen wir mal. Okay. Habe ich das falsch verstanden? Ah, vielleicht muss man sich trotzdem reinschleichen, das kann sein. Und kann dann halt dafür Handel treiben und nicht nur mit dem Gouverneur sprechen. So, da fällt mir ein noch irgendetwas, ist gesagt worden übers Schleichen, das ich, glaube ich, vergessen habe. Genau, laufen. Das war das mit Shift. Ja, das ist vielleicht nicht die beste Idee, da jetzt gerade drüber zu gehen, aber ja, weil sie uns, glaube ich, gerade entdeckt haben. In meinem Übereifer und da kommen sie jetzt von der Seite auch noch. Na, mal schauen. Vielleicht kommen wir noch davon. Da sind unsere Piraten wieder. Okay, aber na gut, dann haben wir zwei Sachen gesehen. Das erste, was passiert, wenn wir entdeckt werden. Wir können auch davon laufen. Und das zweite, vermutlich kann man eben dann nur Handel treiben, muss sich aber eben trotzdem nach wie vor reinschleichen. Gut. Lohnt sich hier irgendwo anzulaufen? Na, dann werden wir, glaube ich, direkt Richtung Barbados segeln und vielleicht den einen oder anderen Gegner noch überfallen und dann schauen, dass wir bald die Beute teilen und dann eben so viel Mann wie möglich aufstocken, um doch endlich eine Stadt zu übernehmen. Das wäre der Plan. Ja, und jetzt fängt es auch schon an zu blinken. Das heißt, jetzt ist wirklich, gefällt es ihnen wirklich nicht mehr bei uns. So, da sind wir auf dem richtigen Weg. Die wollen uns nämlich mal an nichts Böses. So, nicht der beste Wind. Schauen wir, dass wir trotzdem irgendwie raufkommen. Oder besser gesagt drüber. Gut, ja. Und dann, wenn wir aufgeteilt haben und frisch durchstarten, können wir uns auch um ein paar andere Aufgaben kümmern. Der war hier eh, glaube ich, in Martinique. Das heißt, da müssen wir auch vorbeischauen. So, lohnt sich bei dem Wind überhaupt der Umweg darüber? Probieren wir es mal. Der nächste Sturm. Ein französisches Kaperschiff, das würde ich mir jetzt fast noch reizen zu überfallen. Ja, vielleicht sollten wir in den Hafen anlaufen. Die Frage ist, wie gut ist das benannt? 199 Männer. Ja, das riskieren wir noch. Auch wenn wir selber schon halb beschädigt sind. So, das sollte ihn einiges an Mann abziehen. Weil das gegnerische Schiff ist auch nicht gerade unbedingt im besten Zustand. Und wie gesagt, auch wenn es ein bisschen brutal ist, sollten wir noch ein paar Mann verlieren. Nicht ganz so schlimm. Jetzt kurz bevor wir die Beute aufteilen. So, ich glaube fast, jetzt könnte man langsam auf Konfrontation gehen. Bleibt wie gesagt mehr für jeden übrig. So, einmal noch. Ah, hat er aufgegeben. Sehr schön. Nehmen wir alles und ja, dann schauen wir, dass wir hier auch alles loswerden in Barbados. Also reden wir mal vorher mit dem Gouverneur. Da gibt es ja noch eine Belohnung für uns, nachdem wir jetzt gerade hier die Franzosen überfallen haben. Allerdings, wir sind zum Oberst ernannt und können
Ah, die Händler in englischen Häfen vertreiben mehr Waren, also kann man ein bisschen mehr Handel betreiben. 50 Morgenland gibt's auch und die attraktive Tochter lädt zum Tanz sehr, sehr gerne. Wir haben ja, glaube ich, das Upgrade mit den Tanzschuhen. Mal schauen, ob wir es da ein bisschen leichter tun zu tanzen, wobei attraktive Töchter tanzen in der Regel, wie wir schon gelernt haben, ein bisschen schneller. Und ja, was auch noch immer ungeklärt ist, ob ich reden soll neben dem Tanzen oder nicht. Ich bleibe mal dabei, dass ich versuche zu sprechen. Ich werde mich im Nachhinein zwar vermutlich ärgern, aber noch läuft es mal gut. So, jetzt kommt ein neuer Move. Mal schauen, wohin. Also ich spiele jetzt so wenig Pirates, was das Let's Play angeht, dass ich glaube, ich keine Chance haben werde, mir die Schritte irgendwann zu merken. Habe ja mehrfach schon erwähnt, dass es immer gewisse Muster sind, dass wenn man es mal erkannt hat, ist es eigentlich kein Problem, das nachzutanzen, wenn man sich dann merkt, wie es nachgetanzt gehört. So, upp, fast in die falsche Richtung, wobei ich glaube, jetzt habe ich gerade meine Schuhe gerettet. Also meine Tanzschuhe. Ja, nicht ohne. Die hat ein paar Schritte drauf, die wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen haben. Und kann auch Einbildung sein, aber irgendwie geht es diesmal ziemlich lang, kommt mir vor. So, perfekter Tanz. Mal schauen, was es dafür gibt. Außer natürlich den Genuss, die Dame, naja, küssen zu dürfen. Naja, ich glaube fast. Ah, von unserem Onkel bekommen wir ein paar Infos. Der niedrigste Spanier Baron Raimundo. Ja, okay. Die Info haben wir schon. Schade ein bisschen. Hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet von so einem tollen Tanz. Aber was will man machen? So. Gut, jetzt können wir egal, Preis hin oder her, so viel wie möglich verkaufen. Weil wir ja die Beute aufteilen werden. Dann schauen wir, dass wir einfach alles loswerden. Und jemand hat auch gemeint, mir geht Geld verloren, wenn ich in einem Hafen, wo ich die Reparatur gratis bekomme, nicht vorher repariere und dann verkaufe. Stimmt nicht ganz, ich habe extra nachgeschaut. Der Preis von der Reparatur wird abgezogen. Das heißt, also man bekommt sozusagen, wenn man jetzt verkauft, in der Stadt, wo man die Reparatur gratis bekommt, den vollen Verkaufspreis, auch wenn das Schiff beschädigt ist und hier steht, reparieren für null, bekommt man eben den vollen Preis. Also man verliert nichts, wenn man vorher nicht repariert. So, dann schauen wir nochmal, dass wir die alle loswerden. Wie viel? 61 Tonnen Fracht? Echt? Naja, im Prinzip ist egal, das sind halt die ganzen Kanonen. Schauen wir kurz noch in die Schenk, ob wir da was Interessantes haben. 3000 ist mir wirklich zu viel für den Ring, den habe ich schon billiger gesehen. Und noch jemanden, dem wir Manieren beibringen können, das machen wir. Können wir noch ein bisschen Fechten üben, oder ich zumindest. Da sind wir gleich übereifrig. Kanonen oder Pistolen, besser gesagt, haben wir noch keine angeboten bekommen. Auf die warte ich auch schon hart. Na gut, der ist relativ langsam. Da können wir auch ein bisschen Verteidigen üben. Sehr gut. Falsch verteidigt. Ja, ist gut, dass ich ein bisschen übe. Ich habe jetzt so lange nicht mehr gespielt. Dann muss ich mir die Moves dagegen ein bisschen anschauen wieder. Außerdem verteidige ich wirklich schlecht, wie man gerade sieht. Gut, dann verschieben wir das Üben auf später. Aber schauen, dass wir den jetzt besiegen. Schnell genug wären wir ja. Dass wir da ein bisschen was anderes wieder sehen. Ach, sag einmal.
Jetzt aber. So. Gut. Sind länger gedauert wie üblich. Mehr Männer brauchen wir allerdings im Moment nicht. Die Tochter des Gouverneurs in Antigua. Eine echte Schönheit. Ja, dann werden wir das Ding verkaufen. Nichtsdestotrotz. Ja, bin ich mir sicher. Die Frage ist, bekommen wir das Teil dann repariert zurück, wenn wir wieder neu anfangen oder nicht? Hoffen wir mal drauf. Und ja, teilen wir die Beute auf, würde ich sagen. 192 für jeden und für uns auch stattliche 13.000. Und ich würde sagen, wir bleiben auf dem Schwierigkeitsgrad. Ein paar Monate gehen rum. Und wir starten wieder frisch durch. Dann checken wir das gleich. Ja, wir starten mit einem reparierten Schiff. Und in der Schenke besorgen wir uns gleich 55 Mann. Nicht schlecht. Ordentlich aufgestockt. Was gibt's in Puerto Bello? Oh, nichts Besonderes. Günstige Waren. Die Elefant mit Kurs auf Margarita transportiert 1000 Gold. Die ist gerade ausgelaufen. Können wir schauen, ob wir die noch erwischen. Wäre ein guter Start, wobei das ein relativ kleines Schiff. Der ist auch da unten irgendwo unterwegs. Wir können ja mal raussegeln und schauen, ob wir sie irgendwo noch sehen. Na, nicht in direkter Sicht, dann werden wir schauen, dass wir möglichst viel Mann zusammenbekommen. Dass wir unseren nächsten Stadtüberfall starten können. Und die Martinique, da wartet ja auch noch jemand auf uns. Reden wir mit dem Gouverneur, mal schauen. Im Krieg mit allen, dann freut es ihn hoffentlich, wenn wir da ein bisschen aufräumen gehen. Was weniger freut, ist natürlich die französische Fregatte, die wir überfallen haben. Aber unsere sonstigen Leistungen, so wie es ausschaut, befördern uns hier zum Grafen und Schiffsüberholungen zum Selbstkostenpreis. Eine unscheinbare Tochter, und nachdem wir keinen Ring für sie haben, ja, müssen wir uns leider verabschieden. So. Eine Eskorte, die könnte man eigentlich übernehmen. In die Richtung sind wir eh unterwegs. Sehr gerne. Dann schauen wir aber noch, wie es ausschaut in der Schenke. 71 Mann, ganz schön viel. 2250 ist relativ günstig. Allerdings würde ich gerne im Moment ein bisschen Geld sparen. Ja, bei den Spaniern sind wir auch nicht beliebt mit 6.000 auf unserem Kopf. Und hier ist der L. Fassingworth, den wir da stellen werden. Und mal schauen, wie gut der Herr im Fechten ist. Ja gut, hier ist üben fast schon ein bisschen langweilig, so langsam wie der unterwegs ist. Schauen wir mal. Wird uns eventuell Geld anbieten oder wieder mal ein Item. Pardon, dass ich mich so oft räuspere, aber bin immer noch leicht angekratzt, was die Stimme angeht. Mal schauen. Was haben wir hier? Was bietet uns an? Ein wertvollen Rubinring. Bekommen jetzt wieder angeboten. Ja, da lassen wir lieber die Gerechtigkeit walten und schicken den vor Gericht, auch wenn den Rubinring wir um 2000 selten bekommen werden. Aber da hätte ich lieber was Wertvolleres, anstatt dass ich hier einen Betrüger nicht an die Justiz ausliefere. Gut, die Eskorte, und zwar müssen wir da... Oh, ein französisches Schmugglerschiff. Sollen wir schauen, ob wir den noch erwischen. Wir probieren es mal. Weil wenn der erste Treffer sitzt, dann haben wir eine relativ gute Chance. Dass wir ihn erwischen, trotz dem schlechten Windverhältnis. Wir sind natürlich von der falschen Seite rangesegelt. Aber den schnappen wir uns. So wie es ausschaut. Ein paar Mann schwimmen da auch im Wasser und ein paar Waren. Hat eh keine Geschütze mehr, dann können wir uns schön Zeit lassen.
Na, ich will den da haben. Vielleicht jetzt ihn hier im Wasser schwimmen, wenn man über den drüber fährt. Dann nimmt man den tatsächlich auf. Aber scheinbar von den Windverhältnissen her will das Spiel nicht, dass ich den mit an Bord nehme. Dann werden wir da zumindest die Waren nehmen. So, und der hat eh schon quasi aufgegeben. Ein paar Infos über den Baron. Ich würde sagen, das lassen wir zurück, oder? Ah. Nehmen wir es mit. Ein bisschen Geld ist es auch. Kann ich immer so schwer entscheiden, ob ich so defekte Schiffe mitnehmen soll oder nicht. So, den Friedensvertrag. Ist ein gutes Stück darauf. Aber sollte man, glaube ich, schon schaffen, den zu verteidigen. Ich hoffe, der segelt immer noch mit uns mit. Offensichtlich nicht. Gut, und so viel jetzt zum Thema defekte Schiffe mitnehmen. Der hängt uns da natürlich jetzt hinterher. Ja, dann hoffen wir mal, dass der da auch alleine ankommt. Natürlich nicht. Da sind schon Piraten. Mehrere gleich. Mal schauen, ob wir noch rechtzeitig rankommen. Schaut nicht so aus. Okay, Friedensangebot auf hoher See verloren gegangen. Die Frage ist, wollen wir überhaupt ein Friedensangebot? Von dem her, nicht so schlimm. Okay. So, das Übliche. Ein paar Mann an Bord nehmen. Jetzt sind wir ordentlich ausgerüstet. So. In der Nähe von Stürmen und Orkanen werden wir uns im Moment auch sparen. Die Utopia segelt uns da gerade entgegen. Die könnten wir uns auch schnappen. Vielleicht schaffen wir auch die Piratenfreibeute noch zu erwischen, wenn wir rechtzeitig hier lossegeln. Das kleine Ding verkaufen wir. Wir sind eh nicht beschädigt. So, dann schnappen wir uns zuerst den Piraten. Und dann das englische Schiff. 250 Mann haben wir fast an Bord. Nicht schlecht. Da können wir direkt gleich in den Kampf gehen. Oh, der ist auch nicht gerade der schnellste. Dann sollte man das eigentlich relativ schnell erledigt haben. Und da geht auch schon über Bord. Nehmen wir alles mit. So, das englische Kaperschiff. War das das mit den 1000 an Gold an Bord? Wir probieren es einfach mal. Mit den Engländern stehen wir eh noch halbwegs gut. Wobei ich glaube, das kommt uns davon. Ja, da ist man deutlich schneller wie wir. Das können wir gleich aufgeben. Gut, dann hier rein. Wir haben zwar ein paar Piraten versenkt, aber das würde uns jetzt nicht unbedingt eine Beförderung bringen. Aber die attraktive Tochter kommt ins Zimmer. Will aber nicht mit uns tanzen, ohne dass wir hier Geschenke für sie haben. Na gut. Ja, jetzt haben wir ordentlich viel Besatzung. Hier für 2000 wird uns jetzt angeboten. Wisst ihr was, jetzt nehmen wir den glatter mal. Den Ring. Aber in Spanien ist unsere Belohnung sogar runtergegangen, so wie es ausschaut. Gut, und jetzt ist die Frage mit unserem ganzen Mann. Was machen wir da? Wie viel bekommen wir überhaupt unter auf unserem Schiff, ist die Frage. Maximal 300. Das heißt, wenn wir jetzt wesentlich mehr haben wollen, brauchen wir sowieso ein zweites Schiff. Und dann behalten wir uns hier diese Brick. Wenn wir das Ding reparieren. Ah, da sieht man es jetzt eh zum Selbstkostenpreis. Das heißt, das Ding ist jetzt beschädigt.
Wenn ich jetzt auf Reparieren klicke für 0, werdet ihr sehen, der Preis ändert sich nicht. Also ist immer noch 675, also wenn man nicht kostenlos repariert, bringt einem das eben nichts, weil sowieso abgezogen wird. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss an der Stelle. Wir hätten jetzt doch ordentlich viel Rums sozusagen. Wir haben jetzt da noch ein paar Städte anlaufen. Wir haben noch Antigua, Nevis, St. Kitts. Also noch 5 Städte, die wir abklappern können, um Mann an Bord zu nehmen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns hier irgendeine Stadt vor. Vielleicht Santiago wäre ein schönes Ziel. 300 Soldaten, das klingt eigentlich gut. Werden wir schauen, dass wir in der nächsten Folge direkt darauf segeln und dann probieren wir mal eine Stadt zu übernehmen von den Spaniern. Wobei hier gibt es eigentlich so viele Franzosen. Ist die Frage, ob das lohnt oder ob wir nicht lieber darunter segeln sollten, aber das ist ein weiter Weg. Das überlege ich mir noch bis zur nächsten Folge. Und bis dorthin wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank. Und Baba!